Schauen wir uns mal mein Photovoltaiksystem an oder mein zukünftiges System und welche Innovation da drinnen ist. Dass wir von der Sonne Strom kriegen, ist nichts Neues. Dass wir von einem Generator Strom kriegen, ist nichts Neues. Dass wir vom Netz Strom kriegen, ist an sich nichts Neues. Also es gibt mehrere Methoden, wie man ein solches System befüttern kann. Am liebsten ist mir natürlich die Sonne. Aber es geht jetzt hauptsächlich hier um die Speicherung der Energie. Und wir haben meistens das Problem bei Inselanlagen, dass wir eigentlich auf großen Speicher gehen müssen, weil wir natürlich gewisse Tage überbrücken wollen. Also Tage, wo zum Beispiel die Sonne nicht scheint und wir den Generator nicht anwerfen wollen, etc. etc. Da ist aber das Problem, dass man sich entweder entscheiden muss zwischen Lithium oder Blei. Bleicarbon, was auch immer. Und das sind im Endeffekt entweder sehr, sehr groß und schwere Systeme oder relativ teuer. Und ich möchte gar nicht auf die Technologien hier eingehen, aber Batterie an sich ist ein bisschen ein schwieriges Thema, wenn man sich so ein Gesamtstromsystem anschaut. Ist natürlich notwendig, also keine Frage, werden wir brauchen, ja, aber zumindest kleindimensioniert, nicht übergroß dimensioniert. Weil sich auch hier die Technologie ändert in der Zukunft. Die Innovation ist eigentlich, dass ich zusätzlich bei Überschüssen die Energie in Wasserwärme umwandle. Das heißt, ich wärme mittels elektrischer Energie mit einem Heizstab einen Wasserboiler auf und kann hier dann zum Beispiel die Heizung abgreifen. Detto, ich gehe in die mineralische Masse, das heißt, ich gehe auf eine Wandheizung oder auf eine Fußbodenheizung oder was auch immer. Ich erwärme also mineralische Masse, zum Beispiel Ton oder Fliesen oder Lehm oder Kalk oder was auch immer, Ziegel. Und die strahlen dann Strahlungswärme ab, so wie ein Kachelofen, total angenehme Wärme. Und andererseits speichern sie diese Wärme und geben sie diese eben länger noch ab. Das heißt, wenn ich zum Beispiel untertags bei Überschüssen hier reinspeichere in das System, dann wird mir das bis zum Abend hin, bis Mitternacht hin vielleicht, hier auch nochmal gut die Wärme abgeben. Beziehungsweise grundtemperieren, sagen wir mal so. Das ist vielleicht nicht wie ein Radiator, der oben mit 70 Grad oder 60 Grad Wärme abgibt, sondern es ist eine Grundtemperierung. Und ihr kennt vielleicht dieses angenehme Fußbodenheizungsgefühl oder Wandheizungsgefühl. Das ist also, oder wie von einem Kachelofen, das ist extrem angenehm. Selbst wenn der Kachelofen vor Stunden eingeheizt wurde, strahlt er eben nach. Und genau das ist die Innovation hier. Und dann optional noch eine Wärmepumpe. Natürlich heute ist die Wärmepumpe eines der Heizungssysteme und Warmwasseraufbereitungssysteme. Allerdings sind natürlich hier die Investitionskosten auch nicht ohne. Also wenn man mit einem Installateur spricht, dann kommt man hier meistens so mit 10, 15, 20.000 Euro. Muss man hier in dem Bereich schon rechnen. Das ist also auch nicht jetzt geschenkt. Aber natürlich, Wärmepumpe macht natürlich Sinn. Und würde ich jetzt sozusagen in der Konstellation auch mit einrechnen, weil es auch eine Methode ist, entweder Überschüsse oder generell Energie aus der Sonne umzuleiten und hier zum Beispiel Heizung und Warmwasser aufzubereiten. Aber ich denke, also was das Coole an dem ist, dass man einfach ein bisschen weiter denkt als, okay, ich erzeuge ich erzeuge Strom mit der Sonne und den Strom verbrauche ich dann, weil das Problem ist, dass wir im Sommer extrem viele Überschüsse haben und im Winter ist es uns eigentlich zu knapp. Das heißt, die Pufferung der Überschüsse oder die Pufferung der überschüssigen Energie, das macht schon Sinn, wenn man sich hier Gedanken macht. Und wenn ich jetzt den Warmwasserboiler hernehme, dann ist das eigentlich ein System, das austauschbar ist. Wenn die Batterie angenommen nach 5 bis 10 Jahren kaputt ist, ja, dann muss ich sie tauschen, muss eine neue kaufen, was natürlich auch Ressourcenverschwendung ist. Und es kostet viel Geld. Wenn das kaputt ist, kaufe ich einen neuen Boiler um ein paar hundert Euro, kaufe einen neuen Heizstab und fülle Wasser ein. Das ist im Vergleich fast schon gratis. Also natürlich braucht es auch Wartung und natürlich braucht es auch Investitionskosten, aber die sind im Vergleich zu dem relativ gering.
Und auch die mineralische Masse. Ich meine, wenn man mal so eine Fußbodenheizung verlegt hat, entweder Strom geführt oder Wasser geführt, ja, also da gibt es eigentlich keine Verschleißteile. Das wird auch nicht kaputt oder wird schlechter. Und wenn mal wirklich ein Nagel in der Wand passieren sollte, na, dann kann man das Stückchen dann reparieren. Das ist an sich kein Problem. Also das sind schon Investitionen, die aus meiner Sicht langfristiger zu sehen sind. Batterie, ich will die Batterie nicht schlecht machen. Wir brauchen sie im System, also absolut. Aber eben der Fokus, den setze ich nicht hier hauptsächlich drauf, sondern den versuche ich ein bisschen aufzuteilen. Vor allem das Schöne ist, wenn man die Überschüsse, die ja sonst normalerweise verloren gehen würden in so einem System, dass man die Überschüsse auf jeden Fall irgendwo zwischenspeichern kann und dann entweder zum Beispiel mit Wasser abgreifen oder mit mineralischer Masse. Genau, das wäre so die Vorstellung. Und ja, ich bin froh, dass ich mir Zeit gelassen habe, dieses System zu entwickeln. Und ich bin natürlich auch dabei. Ich habe das noch nicht gemacht, aber es ist jetzt auch nicht schwierig, weil man braucht eigentlich nur einen Boiler und dann vielleicht eine Zeitschaltuhr. Man kann das Ganze natürlich auch in einer Logik wie zum Beispiel Homatic steuern. Das heißt, wenn ich weiß, okay, heute ist ein sonniger Tag, das kann ich ja mit Sensoren abgreifen, dann kann ich sagen, okay, bitte dann speichern wir hier rein und vielleicht ein Teil hier rein oder vice versa. Das heißt, ich kann wirklich eine Intelligenz hier drüber legen, was zum Teil dann durchaus Sinn macht. Ja, also das System darf weiter reifen. Ich werde sicher nicht zu schnell irgendwas installieren, aber ich bin schon relativ happy mit dieser Lösung.